Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Servus, liebe Leute, ich bin's, der Moritz von Low Ready Media. Am vierten Tag der IWA darf ich auch mal rumgehen und ich fange direkt an bei meinen neuen allerbesten Freunden. Nein, Spaß, ich bin natürlich, mein Fanboy-Herz schlägt höher. Wir sind bei Wir sind bei Operative Fähigkeiten der neuen Schulungsschmiede zusammen mit dem Mike und dem Julius. Jungs, wie geht's euch denn? Ja, servus, uns geht's auch richtig gut, aber die letzten paar Tage merkt man halt dann doch schon mal, wenn man ein bisschen hier unterwegs ist. Aber wir finden es geil hier, uns gefällt es richtig gut. Wie war denn die Messe bis jetzt? Also wir können es bei Scott nicht beschweren. Wir hatten super viele tolle Interaktionen mit jede Menge Leuten gehabt, mit denen man teilweise vorher auch schon mal interagiert hatte, aber jetzt auch mal live und Farbe, und das war natürlich spannend. Und darüber hinaus muss ich auch sagen, wir haben super Anklang von den Leuten gehabt, die uns bis jetzt noch nicht kannten. Yes. Und deswegen können wir uns bei Scott nicht beschweren, ja. Man sieht auch, ihr grinst einmal 360 Grad rum, aber ihr seid so ein bisschen der Shootingstar gerade. Man sieht euch überall auf Instagram. Ihr habt ein sehr spezielles Ausbildungskonzept in einer Landschaft, die Innovation braucht. Ne? Mike, hol uns ab. Was genau macht ihr bei Operative Fähigkeiten und warum seid ihr so geil? Darfst du direkt in einem Satz sagen. Der Schwerpunkt, was wir machen, sind taktische Weiterbildungen für Behördenmitglieder im Schwerpunkt. Das heißt Polizei, Bundeswehr, das ist so unser Main-Business. Wir haben ja den Hintergrund auch, was das Ganze angeht. Und man sieht das hier schon, so einen kleinen Ausschnitt von unserer urbanen Trainingseinrichtung. Und das ist auch das, wo wir uns am meisten bewegen, so im CQB-Bereich. Das heißt, CQB-Raumkampf, wie gehe ich sauber in Räumen vor? Das Ganze auch im Fahrzeugbereich, das heißt, wie ich auf engem Raum taktisch sauber arbeite. Jetzt grinse ich wieder so, weil ich denke so, boah geil, CQB-Halle, Fahrzeugbereich, muss mich sowieso bei allen Kursen einschreiben. Julius, erzähl doch mal was zu eurer CQB-Halle, die wir jetzt sehen. Ich sah selber schon vor Ort, ich hatte das große Glück, mir dieses wirklich coole Ding anzugucken. Da habt ihr viel Arbeitskraft reingesteckt. Aber warum? Was kann es überhaupt? Ja, also erstmal vom grundlegenden Gedanken haben wir das Ganze, ich sag mal, anders angegangen als andere Einrichtungen, die wir selber schon gearbeitet haben. Und zwar haben wir erst eine Ausbildung konzipiert und haben darauf dann die Einrichtung dafür gebaut. Sehr clever eigentlich, ne? Können wir meinen, ja. Das Ganze, was wir hier sehen, ist modular. Das heißt, wir sind in der Lage, die Dynamik von den Räumen und von den Fluren stets und ständig zu wechseln, sodass man eben auch genau den Ausbildungszweck, den wir erfüllen möchten, darstellen können. Das Ganze ist in einer riesengroßen Halle drin. Das heißt, wir können zu 24/7 können wir ja jedes Lichtverhältnis simulieren, welches wir möchten. Das heißt, wir können um 1 Uhr mittags, wenn wir Nachtsehgeräten da durchrumpeln und unsere Dinge tun, die wir tun möchten. Das Ganze ist zweistöckig, wir können verschiedene Eindringstellen wählen, können in jeder Art von Raumstruktur eben arbeiten, weil wir das Ganze auch so konzipiert haben, dass wir Verschiedenes darstellen. Das heißt, wir haben eine 80er-Architektur, wir haben einen Barbereich, wir haben einen Bürobereich und natürlich auch ein bisschen luxuriöser im Bereich, weil die Architektur sich da einfach ändert. Und das sind aber moderne Einsatzszenarien, mit denen man eben konfrontiert werden kann. Und genau deswegen haben wir es auch hier so dargestellt. Ich würde das Thema, also erstmal habe ich ganz wichtig, wir müssen bei dem Video direkt auf die Bar eingehen. Ihr habt quasi so einen richtigen Teamsroom gebaut. Es gibt das Operator-Maß. Ich finde euch mega cool, das Ding, da muss man sich dran gewöhnen, da muss man 2 von trinken, damit man dann damit auch klarkommt. Ich würde gerne einmal auf das Thema Moderne eingehen. Ne? Ihr seid in einer Landschaft, die lange Zeit so die Riege hatte, die etabliert war. Viele Leute sind da hingegangen, es gibt so Shooting Instructor A, B und C. Jetzt seid ihr relativ jung auch, muss man sagen, und ihr seid relativ frisch auch aus der Nummer raus. Inwieweit ändert sich das? Also inwieweit ändert sich Taktiken, Schießtechniken? Ich habe zum Beispiel bei euch, das habe ich auch gesagt, das erste Mal wirklich jemand gesehen, der komplett aufgerichtet schießt, das auch lehrt. Warum ist es so wichtig, Innovation da reinzubringen in die Schießausbildung und auch am Puls der Zeit zu bleiben? Mike. Ja, das ist einfach immens wichtig. Die Bedrohungslagen, die bleiben ja auch nicht die gleichen. Die ändern sich ja auch stetig und dementsprechend passen sich ja Taktiken und Vorgehensweisen immer wieder an das Ganze. Das Gute ist bei uns, wir sind noch nicht so lange raus, das heißt, wir sind recht frisch, haben auch viele Erfahrungen aus dem SOF-Bereich. Und wir sind auch weltweit vernetzt. Das heißt, wir kennen Spezialkräfte aus der ganzen Welt, die auch jetzt noch operativ tätig sind. Und da holen wir auch immer den Erfahrungsschatz wieder zurück. Die laden wir zu uns ein, wir bilden uns stetig selbst weiter. Und das ist halt das Gute, wenn man halt jetzt, sag ich mal, als junges Unternehmen voranschreiten möchte. Wenn wir irgendwelche guten, neuen Sachen sehen, dann testen wir das und dann können wir das auch schnell bei uns selber implementieren. Und da versuchen wir einfach, ja, am Zahn der Zeit, wir versuchen einfach immer mitzugehen, was die Zeit angeht.
Und man hat es auch bei euch gemerkt, ihr könnt solche Trends und auch so schneller einfach drauf eingehen, schneller etablieren. Natürlich jetzt mit eurem Hintergrund, da ist vielleicht die eine oder andere Bürokratie im Spiel, warum es etwas länger dauert, Neuigkeiten in die Truppe zu bringen. Das kann man jetzt quasi bei euch abkürzen. Was mich noch interessieren würde, Frage, Julius, an dich. Ihr seid ja so ein bisschen gegliedert, ne? Also CQB, Vehicle CQB, ihr macht aber auch noch zusätzlich anderen Kram. Ja, ganz genau. Also bei uns ist es so, wir haben ein öffentliches Angebot, wir haben ein privates Angebot. Das öffentliche Angebot, das kann man bei uns zum Beispiel auf der Webseite einsehen. Und da sind eben Kurse, die teilweise mit Beschränkung, teilweise ohne Beschränkung eben buchbar sind. Weil es einfach, ich meine, die Nachfrage ist da. Ja. Und ist quasi jeder zweite Comment unter eurem Marketingvideo, jeder zweite Comment auf Instagram ist, hey, pass auf, ich bin nicht von der Behörde, ich möchte aber trotzdem von euch was lernen, bietet ihr irgendwas an dazu? Ganz genau. Und da, was wir da im Petto haben, sind natürlich unsere Schießkurse, sowohl mit der Kurz-, mit der Langwaffe als auch mit dem Präzisionsgewehr. Und dann noch ausgewählte Handfertigkeiten, wie beispielsweise der militärische Nahkampf, die funktionale Fitness, was derzeit leider noch ein Zukunftsprojekt ist. Aber ja, das wird auch noch kommen. Und der Evasion-Kurs. Der Evasion-Kurs, wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, das ist sozusagen eine simulierte Geiselhaft mit einer anschließenden Flucht, wo wir eben auch als Geiseln dabei sind und man eben so eine Hands-on-Ausbildung dabei hat. Haben wir viel mit Psychologen zusammengearbeitet. Ist auf jeden Fall eine spaßige Sache, wenn man das so ja, fromm formulieren darf. Ihr grinst. Ich kann euch sagen, warum ihr grinst. Weil ihr wahrscheinlich in dem Kurs so dermaßen rund gemacht werdet, dass ihr am Ende nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, welcher Tag ist, welche Uhrzeit, sondern nur noch welches Gras dürft ihr euch irgendwie in den Mund stecken, um eine Kalorie zusätzlich zu bekommen, um schneller zu rennen. Also ich war ja auch schon auf Kursen bei euch. Ihr seid wirklich eine coole Truppe für die Leute, die sagen, hey, pass auf, also Ausbildung, ja, check, junge Typen, check. Aber wir sind ja auch in der Zeit, wo man irgendwie optisch anspruchsvoll sein möchte und wo einfach Leute auch Bock haben auf diesen New Spirit. Und ich kann die Empfehlung geben, auch wenn ihr nicht bei der Behörde seid, ne, auch wenn ihr nicht in einem behördlichen Kontext arbeitet und manche Kurse vielleicht jetzt nicht für euch in erster Linie möglich sind, die komplette Special Forces Erfahrung gibt es trotzdem im Rahmen von Schießtechniken, vom Evasion-Kurs. Medic macht ihr, glaube ich, auch irgendwas. Genau, also alles, was medizinisch angeht, da arbeiten wir immer zusammen mit der Airborne Medical Group. Ich denke, da kannst du auch gleich mit Marco nochmal quatschen. Den hole ich mir noch. Ganz genau. Standing Veteran. Das ist der Mann, ja. Und da machen wir aber auch Konzepte zusammen, wo wir die Taktik und die Medizin eben auch vereinen, was natürlich sehr spannend ist. Aber das natürlich auch wieder nur für Behördenmitglieder vorenthalten. Ich denke, das werde ich nicht weiter erläutern müssen, warum wir. Das ist einfach eine Linie, die müsst ihr trennen, aber das kommt euch zugute, denn ihr habt natürlich auch alle Chips in der Mitte und ihr müsst einfach auch gucken, dass ihr beide Seiten happy macht. Ganz genau, so sieht's aus, ja. Liebe Leute, operative Fähigkeiten, der neue Shootingstar am Ausbildungshimmel. Ich war schon da, ich würde vorschlagen, wir machen irgendwann mal so eine richtige Dedicated-Folge, damit wir so einmal richtig zeigen, was geht. Das ist ja das Schöne an Digitalerweiterung, man kann dann auch mal das eine oder andere zeigen, den Leuten, die dann trotzdem vielleicht nicht kommen dürfen, dass sie zumindest wissen, na okay, gut, aber den Pistoletechnik, Gewehrtechnik und Evasion, das will ich trotzdem machen, das will ich von euch sehen. Mike und Julius will ich kennenlernen. Jungs, ich weiß, ihr seid busy. Vielen Dank für eure Zeit erstmal. Ja, danke für deine Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Kurs, ne? Bis da. Liebe Leute, Lowe die Media, operative Fähigkeiten, unten eingeblendet. Schaut mal vorbei. Ziemlich coole Jungs.